Hi und willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer. Ja, mit mir irgendwie. Und ich habe meine Kamera nicht bei, heute mit Handy. Aber ich habe mir gedacht, wow, diese Location, die muss ich mit euch teilen, weil es ist wirklich so creepy einfach. Ich werde das auch ungeschnitten so hochladen. Ja, das Ganze ist tatsächlich, guck mal, wie das aussieht. Ist das irre? Ich werde das auch so ungeschnitten hochladen, weil, wie gesagt, eigentlich wäre da gar kein Video gekommen. Ich habe gedacht, komm heute ohne Video, ohne alles, ganz ungezwungen. Ja, aber dieses Haus ist einfach so creepy. Es ist so ein irres Haus. Vor allem unten. Also wir werden uns heute mal von oben nach unten durcharbeiten. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon viele Fotos gemacht. Eieiei. Da geht man besser nicht drauf. Da geht man besser nicht drauf. Das sieht man auch jetzt unten in der Etage, weil da ist alles runtergekommen. Man könnte meinen, da ist jemand gestorben. Man könnte wirklich meinen, da ist jemand gestorben, aber das ist wirklich dadurch, dass da alles runtergelaufen ist. Dadurch ist das. Guckt mal, sieht das nicht original aus, als wäre hier im Sessel einer gestorben und den hat man einfach jahrelang da drin sitzen lassen. So sieht das aus. So sieht das aus. Unfassbar. Dieser Sessel. So, dann haben wir hier einen Tresor. Auch richtig. Ein krasser alter Tresor. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Da hat man seine Schätze drin versteckt. Dann kommen wir hier ins Spielzimmer und guckt mal, eine Eisenbahn. Hier ist noch ein kleiner Unimog. Da sind die BP. Ist das BP? Ne, ist Shell. Die Shell-Transporter, da ist ein LKW. Also das ist ein richtiges Spielzimmer hier mit, ja, mit den Loks und Eisenbahnen. Und das ist auch was. Seht ihr das? Guck mal, das ist auch das Wasser. Da hat man auch gebastelt. Wahnsinn. Ganz, ganz irres Haus eigentlich. Und groß. Man würde es gar nicht meinen von draußen, wie groß das ist. Hier sind noch alte Kinderkassetten und so eine Lampe. Ein kleines Kinderbett. Sieht das nicht irre aus hier? Faszinierend. Richtig faszinierend. Jetzt gehen wir mal weiter. Gucken wir mal hier drüben. Dieses Bett und vor allem diese Puppe. Da meint man doch, guckt euch das mal an. Ist das nicht gruselig? Ist das nicht obergruselig? Und dieser Affe. Also das ist ein ganz, ganz gruseliges Zimmer. Das Bett ist schon komplett zerfallen. Auch irre. Einfach irre, ich sag's euch. So, jetzt gucken wir mal weiter. Gehen wir mal in die letzte und in die erste Etage, wo wir eigentlich auch reingekommen sind. So, ist mal was anderes, ne? Mal von oben nach unten durchgearbeitet. Und hier sind wir nämlich in der Wohnstube. Und ja, hier haben wieder Leute sich Sachen zurechtgestellt, ne? Für Fotos. Ihr kennt das Ganze. Die lieben Urbex-Fotografen. Deswegen sieht ja auch jede Bude immer sehr identisch aus. Dann gehen wir hier. Da ist der Benjamin. Und ja, hier gibt es jetzt nicht so viel, außer dieser alte Staubsauger. Der sieht einfach auch total kurios aus. Sieht so ein bisschen aus wie von den Ghostbusters, was die auf dem Rücken haben. So, wo man Plasma mit aufsaugt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber wie ein Staubsauger nicht so richtig. So, gucken wir nochmal weiter in den letzten Raum und zwar in die Küche. Und da ist dieser Herd. Der Herd ist auch nochmal richtig. Der sieht auch krass aus. Der sieht aus, als hätte der mal bessere Tage gehabt. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, bei dem der Herd vielleicht auch so aussieht, aber den könnte man vielleicht mal sauber machen, denke ich.
So, wenn man jetzt hier noch weitergeht, dann das hier ist auch noch Küchenbereich. Und hier, das ist der Basti. Und das hier ist die Garage. Und damit sind wir auch schon durch. Wie gesagt, Ausnahmsvideo mit Handy, ungeschnitten, einfach so hochladen, weil sonst wäre es einfach gar nicht gekommen. Aber ich habe gedacht, die Hütte muss ich mit euch auch noch teilen. Wir sehen uns dann beim nächsten Abenteuer. Macht's gut.